Schokobello. Melone, 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 Ananas. Ja, das hören wir oft in letzter Zeit. Ja. ich Ananas, Koko, Melon. Ich wollte schon das viel lauter machen, aber ich merke, ich habe noch gar nicht so viel geredet heute. Meine Stimme muss ich erstmal ganz langsam hochfahren. Ich muss, glaube ich, nochmal auf den Hof gehen und die langsam hochfahren, langsam kommen lassen, meine Stimme. Mal so ein bisschen so mit einem vorsichtigen Zug am Gas mal so ein bisschen schauen, was so geht. Am Schleifpunkt muss ich die Stimme nochmal in volle Fahrt bringen. Ist deine Stimme auch in Urlaub oder wie? Ja, ich habe einfach noch nicht so viel geredet. Normalerweise, wenn wir hier anfangen mit dem Podcast, dann habe ich irgendwie schon so Sachen erledigt. Aber ich bin wirklich direkt aus dem Bett gekommen. Ja, man hat auch eben gemerkt, also wir haben uns jetzt so zugeschaltet aus aller Herren Länder, wie man wohl sagt. Und also Italien, all drei Italien, ne? Und, nix da, ich bin in Spanien. Ach so, Spanien, ja. Und normalerweise reden wir davor ganz viel und dann wird schon ein bisschen so abgelästert und was hat man erlebt und dies und das. Und diesmal war einfach Stille. Wir wollten einfach nur Urlaub bis zum letzten Moment und jetzt ist kurz mal Einsatz. Ihr findet das aber auch faszinierend, wie ich gerade gesagt habe, dass es mit der Technik irgendwie offenbar so funktioniert, dass man von überall her sich zusammenschalten lassen kann und dann macht man so Podcasts, obwohl der eine sitzt hier, der andere sitzt da mit seinem Computer und so. Ich finde das überhaupt nicht faszinierend. Mich nervt dieses ganze Gefriemel und überall sind Kabel und alles muss man machen und man muss sich irgendwo anmelden bei irgendwelchen Programmen und alles geht mir auf Windows. Aber ist das nicht sogar interessant, wenn wir jetzt mal eine Schmittis Technik-Ecke machen und Schmitti erklärt mal, wie wir hier überhaupt aufnehmen. Das ist doch mal interessant, das ist ja, wie das technisch möglich ist. Hau mal die Technik-Ecke rein. Fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke. Hier ist viel was dabei. Das ist so sinnlos. Also Schmitti, erzähl doch mal, was unser sogenanntes Setup ist. Also, man muss grundsätzlich sagen, das Studio Bummens, also in Form von Konsti und dem Chris, dass die das aus Berlin aus machen. Und wir machen da gerade gar nichts. Also, wir haben so drei Laptops mitgekriegt. Und da sind die Mikrofone dran und dann machen wir die an und dann müssen wir schauen, dass der Teamviewer funktioniert und dann rödeln die da mit der Maus von Berlin aus rum und dann ist es alles zu laut und dann schreit man rum und dann rückt Klaas noch ein paar Stühle, wo einem die Ohren abfallen und dann ist es irgendwie schon getan. Ende der Technik-Ecke. Das ist aber also richtig enttäuschend. Faszinierend. Ja, das habt ihr davon. Also kannst du da nicht so ein bisschen komplizierteres Gespräch draus machen? Das klingt ja, als wären wir totale Trottel, die das gar nicht verstehen. Du lässt weg, dass wir hier so ein ganz langes Kabel in dieses eine Ding reingedrückt haben und dann haben wir das andere Ende in das Mikro reingedrückt, dann haben wir unsere Kopfhörer in das Mikro reingedrückt und dann haben wir gewartet, bis es losging. Ich habe heute, als ich hier in diesen Raum reingelaufen bin, den ich mir hier erfragt habe, indem ich also das hier machen kann im Urlaub, bin ich ja wieder mit meinem Koffer unterwegs gewesen. Ne? Das ist ja immer im Urlaub immer so ein bisschen entwürdigend, wenn ich mit meinem silbernen kleinen Technikerkoffer hier rumlaufe, weil es immer so ein bisschen, das Problem hatten wir letztes Jahr auch schon, so aussieht, als würde ich irgendwo die Lampen reparieren. Und ich konnte mir aber so richtig vorstellen, wie es ist, wenn ich dann mal ein ganz alter Podcaster bin. mir ist nämlich genau das passiert, was einem als Kind ständig passiert im Urlaub und jetzt lange schon nicht mehr, man schlägt sich am ersten Tag den Fuß auf. Oh, und das ist dir passiert? Ja, also war das eine schöne Kindertradition, dass ich in unserem Griechenlandurlaub früher, wenn man dann so barfuß rumläuft und die ganze Zeit sozusagen flitzt und nicht läuft, dann ist es auch schon so, dass man jetzt noch nicht alle kleinen Mini-Kanten und Stufen oder was der Grieche da nicht richtig sauber verarbeitet hat in den Fugen, dass man das alles so noch nicht so kennt und dann so hängen bleibt mit dem großen Zeh oder gerne auch mal, wie jetzt passiert, unterm großen Zeh, so an der Schwelle zum Fuß, also so direkt an der Verbindung großer Zeh-Fuß, da bin ich so richtig auf so eine Kante drauf geknallt. Und dann habe ich natürlich, wie Schmidt und ich das immer machen, in unseren Sommerurlaub nehmen wir immer nur unsere Turnschuhe mit, ne? Ja. Ja, und deswegen nehme ich dann hier so diese Hotel-Flip-Flops, damit darf man mich auch nicht, also Thomas darf das nicht sehen, weil er mich dann also dafür nicht mag, wenn ich die anziehe und ich mag mich selber dafür auch nicht. Und das tut dann aber noch mehr weh und dann humpel ich total, weil auf der rechten Seite habe ich noch so eine Art Sportverletzung und auf der linken Seite habe ich jetzt diese Urlaubsverletzung und dann humpel ich mit diesem Technikkoffer hier so über das Gelände, so verpennt, Haare stehen zu Berge und bin auf dem Weg zum Podcast und gebe ein wirklich trauriges Bild ab, wie Freddie Quinn nach seiner letzten Show.
Ne, wie der mit seinen zwei Plastiktüten in die Nacht entschwindet und zu seinen Fans sagt, lass mich doch bitte endlich in Ruhe. Ne? Dieses Bild so nur auf dem Weg zum Podcast. Ach ja, wie geht's euch denn? Das fragen wir eigentlich viel zu selten. Mir fällt auf, haben wir das jemals gefragt? Also Klaas, ich glaube, du fragst das manchmal so in deinem Anfangsgespräch, aber du willst ja keine Antwort hören. Doch. Ich möchte jetzt wirklich, ich stell die Frage und ich möchte auch Antworten hören. Wie geht's euch in eurem Urlaub? Also mir geht's gut, hätte ich gesagt. Ich finde es alles ganz schön. Ich bin eigentlich Fan und ich habe es geschafft, mich in diese, also wenn ich zu viel Zeit habe und auch zu viel Aufmerksamkeit dem Urlaub schenken kann, das ist ja eigentlich eine gute Sache, dass man sehr aufmerksam ist, weil man also keine richtigen Probleme hat und so. Aber dann gibt es so Kleinigkeiten, in die ich mich dann so hineinsteigern kann, dass zum Beispiel irgendein Geräusch ständig ist oder so. Und dann muss ich aufpassen, da kenne ich mich schon, da muss ich dann aufpassen, dass ich mich da nicht reinsteigere und das Problem vergrößere. Aha. Ne? Und dann muss ich halt also mir wirklich aktiv sagen, das ist mir jetzt egal. Und dann ist es mir auch egal. Hier gibt es eine so eine Wasserpumpe. Ich glaube, die ist dafür da, dass die praktisch, bevor hier irgendein Rasen gesprengt wird, muss diese Pumpe 2 Stunden lang erstmal die ganzen unter dem Rasen befindlichen Tanks, wo das Wasser reingepumpt werden muss, damit es danach über die Sprenkleranlage auf den Rasen kommt, da muss also diese Pumpe das in diese Tanks reinmachen. Und das geht 2 Stunden und nervt. Und da muss ich also aufpassen, dass mich das nicht nervt. Und jetzt mittlerweile ist es für mich ein herrliches Urlaubsgeräusch. Jakob, wie geht's dir denn? Ich bin irgendwie zerurlaubt. Ich bin zer- und verurlaubt und das bedeutet, ich habe eigentlich im Grunde aus Versehen zu viel Urlaub gemacht. Ich habe so viel Urlaub gemacht, dass mir der Urlaub komplett egal ist. Und ich bin in so einer Art Gleichgültigkeit, schleppe ich mich von einem eigentlich Highlight zum nächsten und mache nur so ganz knapp dafür so die Augen auf. Ich schleppe mich im Pool, der Pool ist herrlich, ich gucke über ganz Ibiza, dann schleppe ich mich gelangweilt auf so eine Liege, glotze in den Himmel, die Sonne scheint, dann klappe ich so ein Buch auf und lese, dann pfeife ich mir irgendwas super Leckeres rein, dann fresse ich da in so einem Sternrestaurant mit den Füßen im Sand und mir ist alles so halb wurscht und so schlurf ich hier so durch den Urlaub und ich merke, es ist Zeit, mal wieder was zu arbeiten. Echt? Ja, eindeutig. Und auch ich habe praktisch den Urlaub angewürzt, indem ich mich mit so Urlaubsproblemen befasse, die gar keine sind. Da habe ich mich gerade sehr wiedererkannt. Zum Beispiel wandert immer wieder mein Kopf in Richtung des Rückflugs, weil ich dann auch das gigantische Problem habe, dass jeder Koffer nur 20 Kilo wiegen darf, aber allein ein Koffer schon 29 Kilo wiegt und beim letzten Flug mit einem Aufkleber, also praktisch wie ein Pfeil versehen wurde, auf dem Heavy draufsteht. Das heißt, es wird mir also nicht gelingen, das Flugpersonal zu betuppen, dass sie nicht merken, dass mein Koffer ungefähr 10 Kilo über dem Sollwert ist. Und jetzt ist es wirklich so, du musst dich mit der kompletten Konzentration, da musst du den gesamten Gehirn hochfahren, um bei diesen Billigfliegern auf den Internetseiten zu verstehen, welchen Knopf du jetzt drückst, damit du am Schalter kein nerviges Problem hast, wo du mit den Leuten reden musst, sondern dass es einfach nur so durchflutscht, weil man will ja nicht mit den Leuten reden. Man will auch nicht mit dem Koffer an einen anderen Schalter und da nochmal mit der Kreditkarte irgendwas nachbezahlen. Man will einfach nur, dass es durchflutscht und dafür vorher die richtigen Tasten im Internet gedrückt haben. Und das ist praktisch doktorarbeitsmäßig kompliziert und an diesem Problem hänge ich jetzt schon seit 7 Tagen. Das ist fast unlösbar. Verstehe ich. Könnt mir auch den ganzen Urlaub. Ja, ich wollte gerade sagen, da machst du ein Thema auf, weil wenn du in deinem Fall Glück hast, musst du mit niemandem mehr reden am Flughafen. Exakt. Denn ich bin, aber anders als du denkst, ich bin von Berlin abgeflogen, ne? Mit EasyJet. Und ich wollte meinen Koffer aufgeben und es war nichts los zu meinem Erstaunen und ich war richtig froh. Also das ganze Chaos, der Ansturm, war alles nicht gegeben. Es war relativ entspannt am Flughafen. Muss man in dem Fall davor sagen, damit man das nicht, die Reaktion von manchen Personen in der Geschichte nicht verwechselt mit übermäßig Stress. Es war so, die haben anscheinend umgestellt bei EasyJet und man muss den Koffer jetzt selber aufgeben. Bin ich großer Freund von, Riesenfreund von. Das heißt, du hältst dein Handy ran, die Bordkarte wird gescannt, dann kannst du den Koffer auf den, dann kommt so ein Gepäcklabel raus und dann machst du das um den Koffer, stellst es aufs Band, fährt rein. Du hast mit niemandem gesprochen und kannst zum Check-in, zur Security-Kontrolle gehen. Normalerweise. Mega, ich bin Fan. Und das habe ich gemacht.
Das hat aber nicht funktioniert. Also da stand immer Error, Fehlermeldung. Dann hat es das Label ausgedruckt. Dann ist das Band auf einmal losgefahren ohne Koffer. Dann hieß es, mein Koffer hat 0 Kilo, ist aber bereits eingecheckt. Also ein einziges Durcheinander, Riesenchaos. Hat alles nicht geklappt. Da habe ich dieses Label wieder abgerissen etc. Dann bin ich zum einzigen offenen EasyJet-Schalter gegangen. Hab da irgendwie 20 Minuten gewartet und bin dann vorgetreten zu einer Dame, die mich ganz, ganz kritisch vom ersten Moment aus angeschaut hat. Und dann, ich habe mir danach das Gespräch aufgeschrieben. Es war original, so hat sich's abgespielt. Sie fragt, warum sind Sie hier? Da habe ich gesagt, ja, das Gepäckband funktioniert nicht. Warum geht das nicht? Keine Ahnung, es gibt da eine Fehlermeldung und wenn ich das Label ausdrücke, Sie müssen die Koffer aber selber machen. Ja, würde ich gern, aber es kam eine Fehlermeldung. Ja, aber bald sind hier keine Schalter mehr, dann müssen Sie das selber machen. Ja, hätte ich ja, aber es gab eine Fehlermeldung. Was machen Sie denn, wenn es keine Schalter mehr gibt? Zu wem gehen Sie denn dann? Ja, nun, da muss ich mal schauen. Sie müssen das aber können, bald gibt es die Schalter hier nicht mehr. Ja, dann sollten die Automaten bis dahin funktionieren. Ich mache das jetzt mal ausnahmsweise, aber bald gibt es die Schalter hier nicht mehr, da müssen Sie zusehen. So war das. Und jetzt frage ich euch, ist aber gnädig, ne? Ja, habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwie, also was hätte ich besser machen sollen? Ja, vielleicht, also hättest du einfach mit 2, 3 Kniffen oder so, vielleicht hättest du einfach einen Teamviewer installieren sollen auf dem Gerät und dann hätte Pfeife vielleicht aus Berlin mal geguckt, was da los ist in diesem Gerät, also dass er das vielleicht einfach von außen repariert. Aber ich finde interessant, Schmitti, dass dir das ganz Offensichtliche nicht auffällt. Also da trifft eine Frau in der Verbitterung darüber, dass sie bald wegrationalisiert vom Großkonzern auf praktisch kapitalistisch entsorgt wird. Und auf den Typ Mensch, nämlich dich, Schmitti, der das sehr begrüßt, weil damit noch weniger soziale Interaktion einhergeht. Und genau an dem lässt sie dann ihren Frust aus und lässt den mal richtig spüren, dass diese Maschinen wohl doch noch nicht so weit sind, dass sie Passagiere ohne Menschenbedienung einchecken können. Und da haben sich eigentlich genau die zwei richtigen Fronten eines, sollen wir sagen, spätkapitalistischen Problems getroffen. Ich weiß, und als ich das so aufgeschrieben habe, wenn man das so liest oder jetzt auch so vorgibt, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass das eine Verbitterung ist, dass sie diese technische Entwicklung einfach nicht begrüßt. So. Dem war aber überhaupt nicht so. Die wollte mir nur auf die Nerven gehen und die wollte wirklich ausschließlich sagen, du bist ein Depp und eigentlich bediene ich so einen Depp wie dich überhaupt nicht. Und du gehst mir auf den Zeiger und du bist Zeitverschwendung und. Da hat kein bisschen Verbitterung über den technischen Fortschritt mitgeschwungen. Ich garantiere. Aber irgendwie bist du ja dann doch nach Italien gekommen. Ja, ne? Von da wurde es dann noch schlimmer. Auch. Von da wurde es noch schlimmer. Da hab ich noch den Führerschein am Gepäckband verloren, war schon draußen, war bei der Autovermietung. Aber was fummelst du denn auch mit dem Führerschein mehr. Da am Gepäckband? Ja, ich sag dir, was er wollte. Er wollte das schon mal vorbereiten. Exakt. Das ist es. Wirklich, exakt. Ne? Ja, ich wollte. Du hast da so zittrige Hand so rumgenestelt in deinen Dokumenten. Ich sag dir genau, wie es ist. Du hast die Zeit, du musst es auf deinen Koffer warten, Schmidt. Mhm. Und dann hast du gesagt, die Zeit, die nutzt du jetzt, damit du nicht anderen Leuten, die hinter dir in der Schlange stehst, noch irgendwie das Leben schwer machst, indem du mit einem Griff willst du sofort alles haben und hast das dann schon mal an die Stelle gemacht, dass du nur noch so in die Tasche gleiten musst. So, und dabei, bei dieser Vorbereitung, hast du es dann verloren. Es ist noch besser, Klaas. Ich habe, während ich aufs Gepäck gewartet habe, gemerkt, es gibt ein Online-Check-In für die Mietwagen. Das heißt, hatte ich kurz die Hoffnung, dass ich auch hier mit niemandem sprechen muss. Also habe ich irgendwie alles raus, meinen Personalausweis, meinen Führerschein, musste da alle Sachen eingeben, alle Daten eingeben und habe dann den Führerschein auf den Koffer gelegt. Und dann wurde es aber hektisch, weil ich gedacht habe, oh scheiße, ich bin schon viel zu spät dran. Um 20.15 Uhr sollte man das Auto abholen. Jetzt ist ja schon 20.30 Uhr. In meiner Vorstellung wird das Auto sofort verschenkt. So. Und dann bin ich da losgerannt und dann habe ich gemerkt, ja, der Führerschein ist weg. Und normalerweise, und da bin ich stolz auf mich, normalerweise hätte ich dann gesagt, jetzt könntest du dich da durchfragen und so und dies und da den Leuten auf den Lost and Found auf den Sack gehen und so. Und nee, hast du halt keinen Führerschein, kein Auto, dann trampst du halt zur Finca, ne? Das hätte ich normalerweise lieber gemacht. Das ist wirklich, das ist dieses typische, links hat man einen schlechten Zahn und dann kaut man ein Leben lang rechts. Exakt. Das kann doch nicht die Lösung sein, Schmitti. Ja, ich habe mich durchgefragt, ich habe eine Stunde darum diskutiert, mit halb Italien,
dass ich da ohne Ticket nochmal durch die Security kann und bin dahin und habe ihn tatsächlich gefunden, weil er dieselbe Farbe wie der Fußboden da hatte. Und da war ich ganz happy auf mich. Also so, das war der positive Beginn meines Urlaubs. Ach, siehst du. Ein Albtraum. Aber wie geht's dir denn jetzt? Bist du jetzt Holiday Schmidt? Ja. Hast du schon Schrumpelfinger? Ich hab die schlimmsten Schrumpelfinger. Ich habe schon 7 Stunden, und das klingt wie so eine Übertreibung hier für den Podcast. Nein, ich habe 7 Stunden im Pool verbracht gestern. Was? Ja, doch, das macht er da immer. Das und zwar mehr so oder weniger pausenlos. Ich bin mal kurz raus, hab mir einen Kaffee gemacht, bin wieder rein. Hab den schon im Pool wieder getrunken. Und ich sagte, da kriegst du so Füße, die kennt man nur aus CRS Miami. So, das ist das ist immer, wenn man dann sagt, warum erkennen die denn ihre Verwandten nicht? Ja. Das sind doch ihre Verwandten, naja, deswegen. Ja, CSI, ne, heißt es. CRS, weiß ich auch nicht. Naja, Urlaub. Ja, also du bist dabei, richtige Core-Memories zu schaffen wahrscheinlich, ne? Ich kann euch noch interessante Sachen erzählen über meinen Urlaub, soll ich? Ja, na klar. Ja, unbedingt. Natürlich. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ne, ich merke halt im Urlaub immer, dass ich halt der deutscheste Deutsche der Deutschen bin, ne? Also es ist wirklich, in mir ist kein Funken südländisches Flair. Also es ist alles bei mir. Ich bin so ein Heinz-Strunk-Roman auf 2 Beinen, ey, wenn ich da rumlaufe. Nur du mit deinen Sandalen, ne? Ja, Hosenträger festgeschnürt. Es ist wirklich so, ich bin auch auf eine Insel, also ich bin hier auf Sardinien, und man weiß, man kriegt vorher 10 Jahre gesagt, das ist alles hier sehr teuer, ne? Und trotzdem habe ich da die ganze Zeit die Mechthild im Ohr, ne? Die halt kein Geld ausgeben würde hier, um da jetzt den Parkplatz dann zu bezahlen oder die Liege oder um Gottes Willen, da kostet ein Sandwich 15 Euro, das machen wir, natürlich schmieren wir uns die Stulle, so. Und so gehe ich da durch und denke auch überall, jeder will mich beklauen und jeder will mich betrügen. Es ist also ein einziges Drama. Die sind alle furchtbar nett und das ist alles eine Lebensfreude und es ist irgendwie Urlaub pur. Und die wollen mir den besten Urlaub bescheren hier. Und ich gehe da so verkrumpelt und verknorzt da durch die Landschaft. Da muss ich mich so richtig reinfuchsen, dass ich da irgendwie mal von dem Ding komme. Aber und wir haben auch ab und zu dich auch beraten doch. Also du hast ab und zu deine Probleme mal aufgeschrieben und uns geschickt. Ja. Und wir haben probiert dir so über so Nachrichten, die wir dir schicken, dass wir dich einmal so durchmassieren und sagen und dir so auf die Schulter hauen und sagen, komm Schmitti, nun mach. Ja? Exakt, ich habe euch geschrieben, Alter, das ist hier alles, also man verlässt das Haus und das Geld fließt aus der Tasche raus, ne? Das kannst du gar nicht vermeiden, so. Du gehst da hin, parkst am Strand. Das zu vermeiden. Du gehst an den Strand, da parkst du, es kostet 18 Euro. Da kommt der Erste und will dir halt irgendwie sagen, wo die beste Liege ist. Die Liege, die sind nach der Nähe zum Meer sind die sortiert. Also ganz vorne, First Line ist halt irgendwie, oder Front Row ist halt 160 Euro. Dann geht das runter und irgendwann kommen die Liegen für 30 Euro. Ne? Und da liegst du dann. Da lag ich dann beim Ersten. Da habe ich euch das geschrieben, wie teuer ich selbst die 30 Euro für 2 Liegen fand. Und da habt ihr mich ausgelacht, da habt ihr gesagt, dass ich soll jetzt endlich mal runterkommen, ne? Also so irgendwie wolltet ihr mich dazu ermutigen, mal, wie sagt man, den Herrgott einen lieben Mann sein lassen oder wie auch immer. Absolut, genau. Und ja, mal ein iPad weniger kaufen und ja, halt mal ein bisschen woanders ja, mal investieren. Und dann habe ich mir vorgenommen am nächsten Tag, jetzt ist dir mal alles egal, ne? Jetzt sei mal nicht so, jetzt einfach mal drauf geschissen, du willst einen guten Tag haben, egal was, du holst dir jetzt da Front Row, direkt am Meer, das Meeresrauschen den ganzen Tag, mega geil, scheißegal, hast halt mal Geld jetzt ausgegeben, was soll's. Und dann gehe ich da hin und wollte die Kreditkarte glühen lassen, ne? So, und dann komme ich da hin, will parken, dann kommt so einer angerannt, und ist ganz freundlich, sagt auch, hey, hier, du kannst direkt hier bei mir in diesem Busch da parken und du kriegst Front Row Seat und alles zum Sonderpreis, alles nur 50 Euro. Und sofort, ich kann nicht anders, habe ich gesagt, let's do it. So, und was war dann? Ich habe wirklich in so einem Busch geparkt und das halbe Auto zerkratzt. Dann hat der mir so einen Sonnenschirm, den man, also das ist eigentlich ein Regenschirm, den hat er mir da in den Sand gebuttelt, und zwar hinten links, wo der Müll abgeladen wird. Also es hatte wirklich so gar nichts mit Strandflair zu tun. Es war irgendwie direkt an so einer Mauer und da war überall der Müll an dieser Mauer dran und auf der Mauer drauf, und da hat er mir so einen Schirm da in den Sand gesteckt. Und da habe ich mich schon wieder geärgert. Ich krieg es einfach nicht hin. Wieso? Geh doch da einfach in deinen Lido rein und dann lässt du die Kreditkarte glühen und sagst immer ja.
Das du wollte wolltest ich. Halt wieder sparen. Nein, du hast wieder den Rabatt gewittert. Wieder deutsche Günther hast du gesagt, Moment mal, was soll ich hier groß da 100 Euro da zahlen, wenn der gute Mann mir hier alles auf dem Silbertablett reicht für nur 30 Pfennig. Und dann ist er natürlich auf die Schnauze gefallen. Ja, bin ich. Ey, ich finde, du kannst sowieso mal so eine gewisse Lebensphilosophie, wenn du eh schon bei den Italienern bist, dann guck doch mal ein bisschen auf die Italiener selber. Ich weiß ja, mit was für eine Abgrenzung du teilweise da auch begutachtest. Ne? Das ist ja kein Anschauen, das ist ja ein Begutachten, was du machst. Und ich habe auch festgestellt, dass etwas, was die gut können, davon fehlt dir vielleicht auch ein bisschen, selbst uns beiden fehlt davon ein bisschen was. Und das ist, dass italienische Männer praktisch niemals aufhören, sich zu verhalten wie Jugendliche. Ja. Das ist mir so aufgefallen, weil dieses Abcornern, dass die sich also abends treffen und der eine sitzt auf seiner Vespa und der andere raucht eine und noch einer sitzt auf dem Stromkasten und einer lehnt so an der Laterne und dann quatschen die halt den ganzen Abend. Also das Abcornern machen die halt bis ins hohe Alter. Da hören die niemals mit auf. Die gehen einfach abends, sagen die ihrer Frau, ich gehe jetzt raus spielen und treffe mich mit meinen Freunden. Und dann sagen die Arrivederci und verlassen das Haus, stellen sich auf die Piazza oder einfach so an Straßenrand, fahren meistens noch so fröhlich ohne Helm mit ihrer Vespa irgendwo hin. Einer bleibt dann auf der Vespa sitzen, die anderen stellen sich so drumherum und dann wird den ganzen Abend gequatscht und abgehangen. Ne? Einer macht einen Spuckesee, der nächste verteilt die Zigaretten und los geht's. Das stimmt. Und das ist etwas, das muss man doch, muss man doch selber auch in seinem Leben irgendwie sich erhalten. Das stimmt. Was bei uns in so ekligen Kneipen passiert, hinter so vollgequalmten Milchglasscheiben, das ist einfach da auf der Straße, ist doch viel schöner. Ja, das stimmt. Also geht's euch auch so, dass das eigene Deutschsein, ne, dieses, dass man doch irgendwo noch den Stock im Arsch hat, dass man halt irgendwie das jetzt, also Beispiel, ich gehe in den Supermarkt, da ist einer zum Bäcker da und der singt. Der singt während meines kompletten Aufenthaltes, während ich da beim Bäcker bin, wird da gesungen, die Arien geschmettert. Man wundert sich, dass die anderen Gäste da nicht noch mit einstimmen und so. Und man steht da und hat so die Sonnenbrille auf, die Mütze im Gesicht und man ist einfach deutsch. Ne? Und man denkt sich, wenn beim Edeka in Berlin da jemand den ganzen Tag singen würde, der wird gefeuert werden. Mir kommt gerade einfach Joko rein. Tut mir leid, Schmitty, dass er deine Geschichte so je unterbricht. Was macht er? Und er hält ein Handy rein und da läuft ein Kardall-Lied über Ibiza, ne? Ja. Ibiza. Ich wollte auch nur ganz kurz Bescheid sagen. Ich weiß ja, dass der Jakob hier Podcast aufnimmt. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und ja, ich höre euch. Ich habe nämlich dem Rasenmähermann gesagt, der Gärtner ist gerade da, dass er jetzt bitte gleich den Rasen mähen soll. Ich habe schon gesagt, das Internet ist hier scheiße im Haus. Es hat alles 100 Jahre gedauert, bis wir uns hier verbunden haben. Und dann gucke ich raus und denke, oh nein, es kann nicht sein. Jetzt ist der praktisch mit so einer Dieseltraktor, mäht jetzt den Rasen vor der Tür. Dann kommt von draußen da deine scheiß Ibiza. Und denk, fuck, jetzt muss ja noch irgendwer die Drecksmusik anmachen. Und ich habe noch eine Frage. Die machen gerade die Zimmer sauber. Ich komme gerade vom Laufen. Kann ich hier duschen? Nur wenn ich das aufnehmen darf. Ja klar, ich habe schon extra für euch Begleitmaterial ein Foto von dem Rasenmäher draußen gemacht. Ah, sehr gut. Damit man zeigen kann, dass wir hier nicht quatschen. Oh, was hast du denn für schicke Kopfhörer? Sag mal, kann Joko uns eigentlich auch hören? Hat der einen Kopfhörer oder kann der uns nur vorlaufen? Ja, du kannst auch Klaas hören, ne? Ja, ich kann Klaas auch hören. Wir sind nur sehr nah. Also wenn Jakob sich irgendwo Covid gefangen hat hier auf der Insel, dann habe ich es jetzt auch. Weil das ist so, als wenn wir uns küssen würden. So hält er mir den Kopfhörer hin. Ich glaube, man könnte ihn anders halten, aber er hält ihn absichtlich so, dass wir uns küssen können. Wenn wir mittags im Pool sind, magst du das immer nicht. Sag mal, ich hab dich in der letzten Woche, Joko, habe ich dich bombardiert mit ganz vielen schönen Fotos und Dingen, die mir so Freude gemacht haben. Ja. Wir müssen ja jetzt nicht einzeln darauf eingehen, aber haben dir die Sachen, die ich dir so geschickt habe, auf alle möglichen Wege, haben dir auch Freude gemacht, wollte ich wissen. Habt ihr da vorher drüber gesprochen? Und nein, da bin ich nicht. Nein, okay. Nee, weil das ein oder andere könnte mich jetzt in ein schlechtes Licht drücken und dich übrigens auch, Klaas, weil wir sollten aufpassen, ob wir das hier besprechen. Aber ja, also das eine, was ich kommentiert habe mit, ja, Wahnsinn, das hat mir wirklich der Vater und der Sohn, ne? Ja. Wo der Vater da auf der Couch sitzt, mir fehlen die Worte. Also allein, dass beide sich die Zeit genommen haben dafür sollten das Gefängnis. Ja, okay, gut. Das ist kann gut. Man das okay. Bild auch noch nachreichen, Klaas? Nee, das kann man nicht nachreichen, das geht leider nicht, das kann man leider nicht nachreichen. Joko? Ach, guck mal, da ist der Jakob. Nee, das ist Klaus, ja, genau. Ja, Klaus, ich sehe dich.
Klausi, ich sehe dich, ich kann dich sehen. Hallo. Warum hast du die Kamera unterm Tisch stehen? Ja, weil das muss an nimmst du das gerade heimlich in einem Café auf? Genau, das dürfen die nicht mitkriegen. Ich bin ja nicht, ich bin hier gerade bei der Führerschein-Nachschulung. Und die wundern sich wahrscheinlich, warum du die ganze Zeit sprichst. Ne? Nee, ich hab hier einen riesen Kabelsalat. Es nervt mich alles zu Tode. Guck dir das mal an, ey, wie das hier aussieht, ey. Überall liegen hier die Scheißkabel, alles geht mir auf den Sack. Joko? Ja, bitte. Sag mal, der Jakob hat schon ausgeführt, dass er des Urlaubs überdrüssig ist. Dass er sich überhaupt nicht mehr über irgendwas freuen kann. Hast du irgendeine Anekdote aus eurem Urlaub, wo man sagen kann, das war schön? Also ich sag mal so, als der Jakob gestern die zweite Flasche Jerbas aufgedreht hat. Ne? Oh, das war schön. Ja. Da hatte ich jetzt nicht den Anschein, dass der Mann, dass jemand irgendetwas fehlt. Und als bei der zweiten Flasche das große Problem auftrat, dass der, kennt ihr das? Es gibt ja diese Flaschen, die man auch in Bars bekommt. Die drehst du auf und da ist wie so ein Einfüllstutzen dabei, dass das nur so reindröpfelt. Ja. Das war Jakob aber nicht genug. Ihr hättet mal sehen sollen, wie der mit dem Messer dieses Ding bearbeitet hat, was da oben drin ist, als wenn er die Flasche umbringt wollen würde, nur damit er da quasi aus der Flasche pur trinken konnte. Also ich muss sagen, ich habe Jakob gestern sehr freudestrahlend erlebt, als er aus der Weinhandlung kam. Das stimmt. Ach, da schau. Das hast du nämlich verheimlicht, Jakob. Ja, mir war nämlich der Wein nicht lecker genug, den Joko gekauft hat. Und deswegen bin ich selber nochmal. Mit anderen Worten, es war ihm nicht teuer genug. Aha. Ah, wie bitte? Frech. er hat den schönen Satz gesagt: Nee, Joko, also heute kann ich kein Rosé trinken. Ich brauche einen Weißwein. Und dann ist er losgezogen. Das klingt aber, wenn man seinen Alkoholkonsum auf so einer Genießerebene professionalisiert, dann klingt es so nach edler Tropfen, aber eigentlich will man sich ja nur reinhämmern, aber man verschleiert das praktisch mit so einer blöden Expertise, die man so drüber legt, oder? Ich muss auch sagen, ich stelle gerade was ganz anderes fest, weil ich komme wirklich gerade vom Laufen, weil ich habe gestern Abend ganz groß getötet. Du warst laufen? Ich war laufen. Also bis auf einen Morgen war ich jeden Morgen mit Jakob laufen. Wie lange lauft ihr so? 40 Minuten, Stündchen so. Ja. Sehr gut. Gestern waren wir so früh laufen, da haben wir uns das so schön ausgemalt, dass wir hier ins Dorf runterlaufen und dann einen Kaffee auf der Plaza trinken. Hatten dann aber vergessen, dass die alle erst später aufmachen als unser morgenstündlicher Run und saßen dann eine Stunde auf dem Kinderspielplatz, ich mit Oberkörper frei, klitschnass geschwitzt und alle Mütter, die da mit ihren Kindern kamen. Es war wirklich gut, dass keiner die Polizei gerufen hat. Ja, ihr habt gekornet, wie die Italiener. Die beiden deutschen perversen Touristen. Ich wollte aber eine Sache kurz anmerken, das ist jetzt für den Podcast relativ irrelevant. Jakob, du sagst die ganze Zeit, du beschwerst dich, du sagst es ja nicht, dass diese Klimaanlage nicht funktionieren würde. Ist doch so. Ey, hier sind es 10 Grad in deinem Zimmer. Ja, ich muss raus. Ja, ich stehe hier oberkörperfrei und komme gerade aus dem Pool. Soll noch duschen gehen, Joko. Geh doch noch duschen. Ja, ich gehe duschen, okay. Na, Joko geht jetzt duschen. Na, mach mal, Vinti. Soll ich mal ein Foto machen von der Dusche oder dem Klo? Das ist das witzigste Zimmer. Besser nicht. Nein! Oh Gott, ich habe Jokos Pimmel gesehen. Oh Mann. Tut mir leid. Das war gar nicht geplant. Den habe ich auch schon mal gesehen. Oh Mensch. Ja, ich weiß, das ist ein ganz trauriger Hamster, ne? Mann, ich mache hier einfach nur Podcast, habe mich hier in so ein Zimmer eingeschlossen, wollte jetzt mal so ein Stündchen meine Ruhe, jetzt habe ich den Pimmel gesehen, Ezibizi Ibiza ins Ohr gedrückt bekommen. Oh Mann. Ja, naja, also vielleicht kannst du danach den Urlaub wieder ein bisschen genießen, weil jetzt hast du wieder was, von dem du dich erholen kannst. Trinkt davon erholen. Singt der jetzt? Jetzt singt er so comedy-mäßig aus der Dusche raus. Mhm. Naja, das ist ein richtiges Comedy-Talent, der Mann, ne? Ja. Wenn der eins kann, dann richtig. Wisst ihr, was das Problem ist an Ibiza, wo wir uns befinden? In Ibiza gibt es mehr Prominente als Menschen. Die ganze Insel besteht nur aus Prominenten. Es gibt keine Menschen. Dass ihr da überhaupt hinfahrt, ich finde das so, also das ist für mich so ein absoluter Horror. So ein richtiges, so ein Stange wird mit gutem Wetter und dann noch diese ganzen jungen Prominenten noch. Ja, aber wirklich, es ist krass. Aber hier sind auch internationale Stars. Wir haben zum Beispiel beim Essen, haben wir vor ein paar Tagen Idris Elba gesehen. Ja, der macht jetzt aber Werbung für irgendwie so ein Reiseveranstalter, da dachte ich auch, naja, da steht's auch wie bei Robbie Williams kurz vor Mobile Games Werbung. Aber der ist ein so schöner Mann, also wer den nicht kennt, liebe ZuhörerInnen, bitte einfach mal googeln, da würde ich wirklich fast behaupten, dass, obwohl ich bisher heterosexuell gelebt habe, dass ich da nochmal über alles wirklich nochmal überlegen würde, weil der wirklich ein so schöner Mann war. Wenn der mir schöne Augen gemacht hätte an diesem Abend. Hat er aber nicht. Und so zugezwinkert hätte und so gesagt, setz dich doch mal rüber und lass doch mal plaudern. Also ich wäre zu allem bereit gewesen. Sag mal, der sollte doch auch mal, war der nicht mal im Gespräch auch für den neuen James Bond? Ja, genau, der ist da hartnäckig im Gespräch. Wäre auch cool eigentlich, ne?
Ja. Also für einen guten Typen dafür. Und Freunde von uns haben uns erzählt, dass in einem Hotel hier, da ist Emma Watson. Mhm. Und Emma Watson. Das hat er dir im Vertrauen erzählt. Ja, aber jetzt kann man ja wohl erzählen. Und die isst jeden Abend einen gigantischen Eisbecher. Ach, das willst du. Sodass sich andere Hotelgäste fragen, ob sie den ganzen Tag kifft. Weil man praktisch, kein normaler Mensch würde so gigantische Eisbecher fressen als einziges Abendessen, mit verschiedenen Soßen sogar noch. Und die anderen Hotelgäste? Die anderen Hotelgäste machen sich dann immer Sorge, ob es überhaupt noch Eis im Hotel gibt, wenn sie den Becher gegessen hat. Okay. Und was war die Geschichte, die wo Joko jetzt gerade befürchtet hat, dass du sie erzählst? Nee, die kann man wirklich nicht erzählen, ne? Nee. Kann man nicht erzählen. Da müsstet ihr was unterschreiben. Also der kann sich da nackig machen, während wir Podcast aufnehmen, aber so eine Story nicht erzählen. Ne? Läuft der da die ganze Zeit nackig durch die Gegend und macht dann so ein ernstes Gesicht und sagt, nein, also diese Geschichte, die kann man nicht erzählen. So, bemerkt nicht mehr, dass er noch nackt ist. Und er hat sich jetzt aber netterweise so ein Handtuch umgelegt, ne? Ja, so ein Hammam-Handtuch. Sag mal, braucht ihr? Sag mal, Joko, ich wollte dich was fragen kurz. Ihr habt mich wahrscheinlich noch nie gebraucht, aber ich bin ja dankbar, dass ich euch habe. Ja, was denn? Weil ich glaube, dass du sowas kennst. Du hast doch immer so weirde Ärzte und so, die dir immer irgendwas verabreichen, ja, ne? Ja. So, und letztens habe ich gesehen, da war ich in Berlin unterwegs und dann waren so Leute auf der Straße, die hatten alle so ein, wie bei den Kardashians, habe ich das auch schon mal gesehen, dann haben die so einen Tropf dran. Und du bist für mich praktisch der Nächste, also wenn ich jetzt so gucke, wer ist in Deutschland, so ein bisschen Kardashian-mäßig, bist du der Erste, der mir einfällt. Ja. So, und deswegen dachte ich, vielleicht kennst du dich damit aus. Und die haben so einen Tropf praktisch am Körper gehabt und habe ich so dann gefragt, warum sind die alle krank, was haben die da, ne, und so. Müssen die diesen Tropf da haben? Und er sagt, nein, das sind so eine Art Vitamin-Bomben, die kriegen die verabreicht über einen Tropf und dann ist das wie so ein, weiß ich nicht, ein Depot oder so, also da habe ich mir jetzt selber zusammen gedacht, du weißt doch bestimmt, was das ist, ja, und bringt also das was. Also das heißt Meiersches Cocktail. Wie heißt das? Meiersche Cocktail mit AY geschrieben. Da gibt es so gewisse Zutaten, die du dann da reinmachst. Das ist Kochsalzlösung mit Vitamin C und mit allem Säuren, die man so im Körper braucht und so. Und du hast dir das schon richtig zusammengereimt. Die Depots, die du natürlich durch deinen Lebenswandel, den du so hegst und pflegst, leerst, werden damit aufgefüllt und alles andere wird ausgeschieden. Du hast sehr, sehr intensiv, also so ein bisschen wie wenn Homer Simpson pinkeln gehen würde, glaube ich. Du hast so richtig AKW-strahlendes Urin, wenn du so einen Tropf gehabt hast. Das ist richtig faszinierend. Dafür wär's ja schon witzig, so eine Art wie so ein Laserschwert. Ja, genau, wie so ein Laserschwert. Und wenn du dann noch Schwarzlicht im Badezimmer hast, was ich gemacht habe deswegen, ist das ultra gut, weil du siehst dann ganz genau, wo du aber überall hingepinkelt hast. Ach, wie beim Hoteltester. Ja, das ist herrlich. Toll. So, jetzt muss ich aber wirklich hier raus. Ich muss raus aus den nassen Klamotten. Was machst du denn heute noch, Joko? Was ist denn heute? Heute ist tatsächlich... Wir gucken den Sonnenuntergang an. Stimmt, wenn wir ihn sehen können, weil heute ist tatsächlich sehr wolkenfarben. Ja, das ist ja nur noch ein paar Stunden hin. Also. Ja, aber da arbeiten wir jetzt drauf hin. Wir wollen Sonnenuntergang gucken und den Eisbecher von Emma Watson. Hör auf, mich zu küssen, Joko. Was ist das denn? Ich will nur mit Iris Alba, nicht mit dir. Oh, hast du schon erzählt, dass wir den getroffen haben? Und wisst ihr, was Joko Peinliches gemacht hat? Der Joko hat dann immer am Tisch so, Idris, gerufen. Das hast du denn drum gesagt? Nein, das hab ich nicht gemacht. Du bist der Allerletzte, dass du mich ans Messer hast. Weißt du, wirklich? Joko hat immer, Idris. Das war Jakob. Als wenn ich mich in so eine Klaas, du weißt, wie unangenehme Situation ist, wenn Leute sich zu laut am Nachbartisch über einen unterhalten, wenn man alles hört. Und Jakob saß da und meinte, der Idris, der könnte ja der neue Bond werden, der Idris, der könnte ja dies. Und dann hat er wirklich irgendwann rübergeguckt und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, mit wem wir essen waren, weil er hat es ja auch gepostet. Ja. Elias war mit dabei. Elias Mbarek, der echte war dabei. Der echte Elias Mbarek. Und Elias hat auch gesagt, so Jakob, hör jetzt auf, der guckt schon die ganze Zeit. Und dann habe ich rübergeguckt und es war wirklich, der hat einen mit so einem Blick angeguckt, wo du weißt, der könnte wirklich der nächste Bond sein. So. Ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass du um alle zu nerven, weißt du, wie man früher in der Schule gab es doch immer dieses Gespräch. Das ist mein Podcast, jetzt hör zu. Also, früher in der Schule gab es doch immer dieses Gespräch, wo man immer probiert hat, was einer sagt ganz leise, sagt er zum Beispiel so ein verbotenes Wort, sowas wie zum Beispiel Fotze. Und der nächste sagt das dann immer noch lauter und so. Und dann geht es immer, also sagen wir so, Arschloch. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Und dann muss man es immer lauter sagen. Und bei dem, der dann erwischt wird, der kriegt praktisch den Ärger. Ne? Mhm. Dieses Spiel haben wir immer gespielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du das mit dem Namen Idris gemacht hast. Ja, ja. So war es nämlich. Und du hast schon immer lauter Idris gesagt. Ja, klar, ich weiß. Okay, gut, aber ich ist halt. Ich war sehr unangenehm und hab's nicht gemerkt. Welche Promis sind denn da noch bei euch? Das hört sich echt an, als wäre der Stangelwirt auf Ausflug. Und die einzige Frage ist, wo bist du? Ja, na, er ist südlich von Porto Cervo. Also, wenn man richtige, echte Prominente sehen will, ne, die nicht nur so tun,
tun, als wären sie Prominente. Da musst du einfach mal 20 Kilometer in den Norden fahren, mein lieber Freund Thomas Schmidt. Ja, das habe ich gestern gemacht. Das ist auch noch eine ganz eigene. Da kannst du doch hingehen, da sind doch alle. Da zeigt noch Elon Musk seinen speckigen weißen Körper. Ja, und Jeff Bezos fährt hier rum. Siehst du? Naja. Jeff? Jeff? Ich heiße nicht Jeff. Ich muss mich jetzt wirklich anziehen. Es gibt sonst gleich kein Frühstück mehr. Hier wird gleich der Frühstückstisch abgeräumt, Leute. Ich muss jetzt frühstücken. Es hat mich sehr gefreut, zumindest dich zu sehen, Klaas. Ja. Das ist schön, auch wenn es nur so von unten ist, aber du siehst toll aus. Tschüss, mein Freundchen. Tschüss, mein Freundchen. Tschüss, Tori. Hab einen wunderschönen Urlaub. Tschüss. Jakob, wir sehen uns gleich draußen und dann spielen wir wieder Fangen den ganzen Tag, okay? Aber es ist witzig, ne? Aber wir spielen viel Fangen. Aber es ist doch witzig, dass er weiß, wie das heißt mit diesem Vitamincocktail. Ja, Joko hat das auch schon gemacht mit diesem Vitamincocktail. Weißt du, was ich letztens dachte? Ich dachte letztens, dass Joko sich die Zähne gebleached hat. Was? Doch, wir haben uns irgendwo getroffen und hatte der wirklich auffallend saubere Zähne. Und dann dachte ich mir, dass das so genau das richtige Maß ist. Eben noch nicht so zu naddelig. Ja. So ein bisschen davor. Und dann dachte ich, also da hat er den Ton gut getroffen. Habe ich ihn gefragt, hast du dir die Zähne bleachen lassen? Und dann war er sehr empört. Also vielleicht hat er es getan und will es nicht zugeben. Ich frage gleich nochmal beim Frühstück. Frag ihn doch mal, aber nicht frage nicht von mir aus, sondern frag selber, dass es dir aufgefallen sei. Und ich nehme das aber auf. Ja, okay. Weißt du, so aus dem Moment. Ja, er wird dann sagen, das hat Klaas mich auch schon gefragt. Und dann sagt er, ja und? Ja, also hast du jetzt oder nicht? Und dann, dann erzählt er dir nämlich irgendwas von irgendeiner Zahnpasta. Ah, okay. Das ist ja auch ein guter Tipp. Ja, das ist aber auch so ein bisschen wie, wenn man sagt, sind sie geliftet? Nein, ich hatte eine Allergie und deswegen habe ich so dicke Lippen und den Rest ist einfach, ich trinke sehr viel Wasser. Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen auf Idris Elba, gibt es für euch Hollywood-Starinnen und Stars, wo ihr sagen würdet, auch mit denen, also da würde ich wirklich alles über Bord werfen und die sofort heiraten? Ja, ich glaube, ich habe so Angst vor dieser, kann ich dann schlecht drüber nachdenken, weil ich immer so denke, dass die alle so super verrückt sind und deswegen nimmt mir das ein bisschen so überhaupt die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Deswegen, also gibt's da gar keine Brücke in diese Gedankenwelt. Also meinst du das jetzt so rein, also soll der anziehend wirken auf einen? Anziehend, ja. Also ich fand früher immer, also ich war sehr verliebt in Kirstie Alley bei Guck mal, wer da spricht. Nein, es geht um Männer, Klaas. Ja, nein. Nein, sowohl als auch, das ist egal. Hey? Naja, das ist egal. Mal, ey, aber das war weird genug, fand ich. Also so irgendwie, es war. Nee, aber in die war ich auch verliebt, das kann ich total verstehen. Ja, da war ich 8, 9 und meine Mutter hatte eine Kollegin, die sah aus wie Kirstie Alley. Und wenn die da war. Und dann wart ihr drei Jahre zusammen und das war eine schöne Zeit. Genau, wir wussten beide, es wird nichts für immer. Aber na, ich war 10 Jahre alt und immer wenn die zu Hause war, war ich also sehr aufgeregt. Also bei mir gibt es 3 SchauspielerInnen, die müssen nichts machen und ich könnte denen 10 Stunden zugucken. Das ist Emma, Emma Watson heißt sie, ne? Nee, wie von La La Land. Das ist die mit dem Eisbärchen. Nein, du meinst... Emma Stone, genau. Emma Stone, ja, fantastisch. Das ist einmal Emma Stone, es ist der gute alte Brad Pitt und der gute alte George Clooney. Das sind die 3, denen ich einfach beim Atmen zugucken könnte und die so eine Präsenz haben, dass sie wirklich, die müssen nichts aufsagen, die müssen kein geiles Drehbuch haben. Ich würde jeden Film genießen, in dem die mitspielen. Man sagt auch so ein bisschen über bestimmte Leute, he can open a movie. Das können die wohl, ne? Ja, das können die. Das ist nämlich, wenn du dann das Gesicht siehst und egal, so wenn du noch nicht so richtig weißt, worum es geht, aber der Film wird praktisch eröffnet mit denen, dann hast du schon Bock, irgendwie weiterzuschauen. Und dann so eigentlich auch so Filme, die erstmal sehr unzugänglich sind, sowas wie Syrianer oder so, ne? Ja. Das lebt eben auch davon, dass das George Clooney ist. Aber man muss auch, ich dachte auch bei allen 3, mit denen würde man gerne mal in Urlaub fahren, so. Also könnte ich mir vorstellen. Jetzt habe ich aber Brad Pitt gesehen, der war letzte Woche in Berlin auf einer Kinopremiere und die hat Steven Gätchen, hat die moderiert. Und da war Brad Pitt, also das war mir, da hatte er auch so einen Rock an und seine Sonnenbrille und es war alles so ein bisschen trüpper. Also er ist, das war jetzt nicht so gentleman-like, mit dem er da aufgetaucht ist, sondern so ein bisschen verkleidet auch. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass der Brad Pitt vielleicht doch ein bisschen zu wild für mich ist. So. Aber war das ein bisschen von dem Eindruck so wie bei der Moritz-Bleibtreu-Hochzeit, dass man dann später in der Zeitung liest, um 00:30 kam auch noch Til Schweiger im T-Shirt dazu. Wenn er im Schottenrock gekommen wäre, dann hätte das gepasst. Aber ich glaube, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, über diesen Brad Pitt-Look, der so ein bisschen
androgyn fast ist. Das ist irgendwie so eine Rockhose, die er trug in Berlin. Und ich habe den Eindruck gehabt, und das war meine These, dass er versucht, sich so ein bisschen an die jungen Leute wieder so heranzu-Harry-stylen. Ja, das also, habe ich auch gerade gedacht. Dass er so eine Harry Styles Verjüngungskur, ne? Es gibt ja gerade nichts Cooleres, zu Recht ja auch auf dem Planeten, als Harry Styles und dieser Look, den er so ein bisschen neu definiert, eben fast geschlechtslose Kleidung, ein Mann mit Rock oder auch mal Langhose, völlig egal. Und das hat er so ein bisschen kopiert, fand ich. Nein, aber hat er eigentlich nicht, weil er hatte zwar einen Rock an, aber das war, darunter hatte er so Boots und es war komplett männlich. Also es war ein Mix aus Thomas Hayo und Harry Styles. Und deswegen, also ich glaube jetzt nicht, dass er da mega androgyn wirken wollte, ne? Sondern das ist einfach, er hat sich diesen Rock dazu, aber hat es dann doch nicht ganz getraut. Also ich glaube wirklich, wenn man Brad Pitt da unterstellt, dass er den modernen Mann nach vorne petert mit seinem Outfit, dann hat man Angelo Kelly viel Unrecht getan. Ja, exakt. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, Mensch. Nee, was trifft ihr denn noch so für Promis, Jakob? Was habt ihr da alles am Laufen? Wer ist denn da? Ich meine jetzt nicht die, ihr beim Restaurant seht, sondern wer kommt da in eure Butze rein? Es ist einfach wie so. Wie bei Jerks, das, ey. Es ist wirklich wie bei Jerks. Es ist original wie bei Jerks. Ja, vor allem die man kann zwischendurch sich nicht sieht man Jokos Pimmels. Alles wie bei Jerks. Ja. Nehmt ihr Heroin? Nein. Kackst du ins Katzenklo? Ist auch nicht geplant. Ist auch alles nicht geplant. Nee, aber es ist wirklich so. Es ist einfach so, dass auf dieser Insel mehr Promis als Menschen sind. Deswegen, man sieht hier auch nur Promis. Du gehst raus, dann rempelst du was Kerner um, dann gehst du weiter, dann winkt Steven Gätchen. Also ich glaube auch hier, also gibt es auch gar keine Leute, die um diese Insel in Bewegung halten. Das sind alles Promis. Es geht gar nicht anders. Aber wie werden dann zum Beispiel, also das muss ja eine total dysfunktionale Gesellschaft sein. Weil exakt, es kann ja niemand irgendwas außer exakt, in der Gegend rumstehen und die würden ja vor allen Dingen deswegen, ist es auch deswegen so, dass die praktisch so ein bisschen eine Auszeit nehmen vom angeguckt werden, weil die sich ja natürlich in ihrem Narzissmus nicht gegenseitig bewundern. Das stimmt, ja, das ist eine gute Überlegung. Vielleicht hat man sich deswegen auf diese eine Insel geeinigt, wo dann einfach alle hinfahren. Ja, die neutralisieren sich. Hä? Joko hat doch Idris Elba extrem bewundert und ja, hat ihm die ganze Zeit was zugebracht. Ich rede von richtigen Prominenten, weißt du, jetzt nicht Joko und Klaas. Ich rede von richtigen Prominenten wie Elias Mbarek. Ja, also die gibt es ja auch. Es gibt ja auch richtig echte Prominenten. Also wie gesagt, es ist aber deswegen zum Beispiel für uns heute der Plan, wir wollen auch Emma Watson beim Eisessen beobachten. Das ist für uns, das ist richtig so heute eine Sache auf dem Tagesplan, dass wir versuchen, Emma Watson beim Eisessen zu sehen. Das klingt wie ein ganz schlimmer Urlaub, Jakob. Ich sag's dir. Aber ihr könnt doch mal, soll ich euch mal, ihr ruft doch mal James Blunt an. Ja, das wäre gerne. Ja, das wollen wir gerne. Das, ehrlich gesagt, hat Joko das schon überlegt, aber er hat die Nummer nicht mehr. Also klar, da könntest du aushelfen. Ich schick euch die Nummer, weil James Blunt hat nämlich eine Sache mal gemacht, das kann man jetzt auch zweifelhaft finden, aber der wohnt da ja auch. Und der hat im Lockdown den Garten sehr schön gemacht, habe ich gesehen. Und also, dann kam man immer dem sehr langweilig, weil hat er irgendwann angefangen, das Gestrüpp da wegzureißen. Und was er jetzt wieder machen kann, das, was er vorher schon mal gemacht hat, er hatte nämlich sich mit seinem Kumpel P. Diddy mal auf seine Terrasse gesetzt und dann haben die mit einer Zwille, haben sie die Leute beschossen, die praktisch auf der Suche nach Fandevotionalien in dem Müll von ihm gewühlt haben, beschossen. Vielleicht könnt ihr da mal mitmachen. Oh, da möchte ich unbedingt mitmachen. Der Tag nimmt mir noch eine ganz andere Gestalt an. Wenn ihr die Nummer auch nicht habt, könnt ihr vielleicht erstmal einfach Müll wühlen und so Kontakt aufnehmen. Wir sind's, Flop. Ja, das könnt ihr doch tun. Ach, da habt ihr noch einiges vor da. Aber das, ich muss wirklich sagen, also das wäre mir hier zu stressig. Ich habe hier, seit ich da bin, nicht einen einzigen Deutschen oder eine Deutsche gesehen. Und das ist total wunderbar und herrlich. Und ich fahre jetzt gleich wieder zu irgendeinem möblierten Strand hier, wie das so üblich ist in Italien, ne? Da wo Schmidt so Angst vor hat. Ne? Und dann schaue ich mir die armen Teufel an, die sich haben breitquatschen lassen, um in irgendeinem Dornbusch an der Seite zu parken. Ja, die praktisch also so im unterm Strand irgendwie noch eine Liege bekommen haben für 50 Euro weniger. Und dann werde ich da meinen Tag genießen. Aber das ist ja wirklich das Lustige. In Italien gilt ja ein Strand nur dann als schön, wenn da ungefähr 30 Ikea-Betten Malm stehen mit so einem Schirmchen dran und Espresso und dann wird das vermietet. Ne? Ja genau, das sieht wirklich so aus, als hätte es im Ikea gebrannt und die ganzen Sachen müssen kurz rausgestellt werden. So sieht's aus, wie beim Reifenkönig. Ach ja. Wir müssen noch Neues präsentieren, Schmidti, von der ganz neuen Baywatch Berlin Kultrubrik. Alter, lassen Sie das, hat Glas das genannt, unsere Rubrik, die dazu ins Leben gerufen wurde, uns letztlich allen das Zusammenleben zu erleichtern. Also jede
jeder Berufszweig wurde aufgefordert, uns hier die Sachen zu schicken, die er gerne nie wieder sehen oder hören würde in seinem Berufsleben. Und wenn wir das alles verinnerlichen, also wenn wir wissen, wie wir uns beim Zahnarzt verhalten, wenn wir wissen, wie wir dem Busfahrer gegenüber treten können und ihm das Leben erleichtern, dann laufen wir auch schambefreit durch die Gegend, weil wir wissen, es gibt keine Fettnäpfchen, die wir treten können, weil bei Baywatch Berlin haben wir gehört, was man darf und was nicht. Vor allem, was man nicht darf. Deswegen die neue Rubrik, lassen Sie das. Lassen Sie das. Ja, und wir wurden überschüttet, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wurde überschüttet mit, also es scheint ein großes Anliegen der arbeitenden Bevölkerung da draußen zu sein, uns Sachen zu schicken, die ihnen extrem auf den Zwirn gehen. Und wir können die nächsten 3 Jahre füllen. Ich würde aber sagen, wir hausieren ein bisschen. Also so jede Folge 1 bis 2 Berufszweige würde ich vorstellen. Ist das okay? Mhm. Ja, ich habe auch noch was, ja. Ihr könnt wählen. Wir haben sie alle bekommen, genau, ja. Ihr könnt wählen. Ich habe mal, also es gibt den Urologen. Oh, sehr gut. Dann den Streifenpolizisten oder Stewardessen. Also ich hätte gerne Polizei. Polizei. Oh, ich hätte gerne den Urologen gehabt, dann müssen wir das nächste Woche machen. Ja, gut. Na, okay. Der Polizist. Bezug nehmend auf euren No-Go-Aufruf in der letzten Baywatch Berlin-Folge, hier die 10 No-Gos aus dem Alltag eines Streifenpolizisten. Erstens, Bürger teilt im Rahmen der Unfallaufnahme oder Sachverhaltsaufnahme mit, dass er einen Cousin, Onkel, Vetter dritten Grades habe, der auch bei der Polizei ist. Gilt es zu unterlassen. Zweitens, Bürger teilt. Ganz kurz mal, dann ist es natürlich, ja, wie klar. Aber ich muss auch so lachen, weil ich mich daran irgendwie auch wiedererkennen würde. Ja. Das wäre auch so ein Smalltalk-Angebot, was ich machen würde. Absolut. Aber natürlich, who gives a shit? Ja. Who gives a shit? Genauso trifft es auch auf 2. Bürger teilt in gleichem Szenario mit, dass er früher auch mal zur Polizei wollte. Drittens, Bürger witzelt bei Erblicken der Polizei, dass er es nicht gewesen sei und reißt die Arme nach oben. Das ist auch so richtig scheiße. Ein richtiger Dad-Joke. Ja. Viertens, Bürger zeigt im gleichen Szenario wie zuvor auf seinen Begleiter und ruft dem Beamten zu, dass er es gewesen sei und festgenommen werden soll. Dad-Joke. Bürger fährt bei einer Straßensperrung bis ganz nach vorne zum sperrenden Beamten und fragt diesen, ob man hier etwa nicht durchfahren dürfe. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Habe ich auch, aber weil ich auch sagen muss, ich finde, man hat als Bürger schon Anspruch darauf, dass der Beamte einem dann sagt, wo man stattdessen langfahren darf und wo nicht gesperrt ist. Also was das ist schon die Information, was das überhaupt hier ist. Dauert das jetzt 10 Minuten? Hä? Nee, genau das nicht, Jörg, Klaas. Klaas völlig falsch. Hast du gerade Klaas Jörg genannt? Ja, nee, aber ich wollte nur sagen, also der Polizist, der ist ja jetzt nicht der, wo der gibt, ist nicht noch Google Maps dabei. Nein, aber entweder ist hier ein Staatsbesuch und in 10 Minuten ist alles wieder frei. Exakt. Oder hier kommt eine Demo anmarschiert, wo man weiß, die sind auf jeden Fall 2 Stunden hier. Lohnt es sich zu warten oder drehen wir um? Ja, man kann ja auch einfach mal sagen, hier ist gesperrt. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Fertig. So, 6. Bürger tritt im Suff an den Streifenpolizisten heran, macht auf Kumpel und verwickelt in ein Suffgespräch. Da frage ich mich, was gibt's denn für Leute? Man geht doch der Polizei aus dem Weg, wenn man besoffen ist, oder? Nee, aber ich glaube, das ist auch so eine Verkumpelung, dass man dann so denkt, ach, ihr seid doch auch nur Menschen und jetzt, weißt du, keiner redet mit euch und so, dass man denen eigentlich so was Gutes tun will. Nach dem Motto, ihr habt immer eure Uniform an und ihr werdet gar nicht als Menschen gesehen und jetzt will ich euch mal erzählen, also ich sehe euch schon als Menschen und wie heißt du? Ich bin der Heinrich. Fuck, ey, da fällt mir ein, dass ich das 1000-mal gemacht habe. Ne? Wirklich? Selbst am 1. Mai in Kreuzberg habe ich so ein Foto mit einem Polizisten gemacht und man ist dann irgendwann blau und dann denkt man sich, ey, hi, wir hassen euch. Ganz Berlin hasst euch nicht. Ihr seid ja eigentlich auch nur hier. Ihr wollt das ja auch nicht und so. Ne? Ja, oh, und die denken sich, halt dein Maul, ey. Ich halt dein Maul, geh weiter. 2 Stunden Hundertschaft und dann kannst du mich mal am Arsch legen. Ne? Ja. 7. Heranwachsender Autofahrer lässt bei Erblicken der am Straßenrand stehenden Beamten sein Fahrzeug aufheulen. Das ist auch, na gut, das ist also naja, Kölner gut, Ringe. Ne? 8. Bürger zeigt den Beamten bei 35 Grad auf dessen Schutzweste und fragt, ob man darunter nicht warm habe. Das, ob man darunter nicht warm habe, verrät mir, dass der Polizist aus dem Saarland kommt. Ja, das ist eine sehr seltsame grammatikalische Konstruktion. Ja, aus dem Französischen. J'ai froid? Oder, ne? Ja, und da wurde das übernommen. Egal. 9. Verkehrsteilnehmer verliert bei Erblicken des blauen Lichts sämtliche motorische Funktionen und bleibt mitten auf der Fahrbahn stehen.
Das könnte mir auch passieren, muss ich sagen. Und zehntens, Bürger weist bei Anruf auf der Dienststelle den telefonierenden Beamten an, was die Polizei zur Lösung des Problems des Bürgers zu tun habe. Das ist Lund. Das waren die 10 Lass-das-Punkte von Streifenpolizisten. Wahnsinn. Das ist echt sehr gut. Also sehr das gut. Macht die Gesellschaft besser. Finde ich auch. Ich würde auch noch eine, würde ich auch noch machen. Mhm. Und ich habe hier 10 Punkte vom Tierarzt. Wollt ihr das hören? Ja. Ja. Das ist nämlich eine junge Frau, die heißt Ronja, ist 35 und ist seit 12 Jahren Tierarzthelferin. Und die liebt ihren Job und aber gewisse Dinge machen eben das Arbeitsleben schwerer, als es sein müsste. Nummer 1, die Antwort auf die Frage nach dem Nachnamen bei der Anmeldung, dann sagen die Leute meistens immer, mein oder der von dem Hund. Oh. Auch ein richtig nerviger Dad-Joke. Oh, der kriegt Nummer 2, Gänsehaut. TierbesitzerInnen, die die verordneten Medikamente nur ab und zu geben, weil es kann ja nicht gut sein, dem Tier so viel unnatürliches Gift zu geben. Ne? Oh Gott. Aber sie sagt, wenn dein Hund Diabetes hat, macht das schon Sinn, dass der täglich Insulin kriegt und nicht nur ab und zu. Ne? Ja. So. Dann Besitzerinnen, die anrufen und in einem Wasserfall an Erzählungen immer nur ihren Chico erwähnen, aber man kommt überhaupt nicht dazwischen, um mal zu fragen, um welches Tier es überhaupt geht. Der Chico, man weiß nicht, ist es ein Hamster oder ein Pferd, ja? So. Dann gibt es auch Besitzerinnen, die Tierarzthelferin am Telefon oder bei der Anmeldung, also die ihren Job also total herabwürdigend behandeln, aber wenn sie dann kommen und mit der Tierärztin im Sprechzimmer sind, immer ganz lieb, immer sagen, ja, Frau Doktor, natürlich, Frau Doktor. Das würde also Tierarzthelferin auch auf den Sack gehen. Dann gibt es auch BesitzerInnen von Hunden und Tieren, die nicht Bescheid sagen, wenn das Tier ins Wartezimmer gekackt hat und probieren, das ist praktisch zu verheimlichen. Das ist aber auch bei uns in der Redaktion ein Problem. Ja, genau. Ja. Oder sich dann weigern, das wegzumachen. Ne? Ja. Genau, ja, viele Mitarbeiter von uns sagen das dann auch nicht. Und dann die sagen einfach nicht Bescheid und sagen, Max, Mensch, sag einfach wenigstens Bescheid. Ja, genau. Dann gibt es noch welche, die Freitagabend 5 Minuten vor Sprechstundenende aufschlagen, weil der Hund seit einer Woche Durchfall hat und man jetzt schon gerne noch ein Röntgen oder Blutbild machen lassen würde. Auch nicht machen. Nee. Dann gibt es KatzenbesitzerInnen, die sich wundern, dass sie von ihrer ausflippenden Katze gebissen werden, von der sie nicht die Finger lassen können, während der oder die Helferin mit Schweißerhandschuh versucht, bei der Blutabnahme zu assistieren. Ja, ich wurde voll gepisst von vielen. Ja, siehst du? Genau. Hätte ich mir gewünscht, die hätte mich gebissen. Dann gibt es noch welche, die dann auf die Tabletten bestellen und auf die Frage, welche sie denn bräuchten, nur antworten da die kleinen Weißen. Ist auch jetzt Nummer 9, BesitzerInnen, die den Vorgang des Fiebermessens im Hintern ihres Tieres mit, ja, das magst du nicht, ich weiß, das mag die Mami auch nicht, kommentieren. Ja, das magst du nicht, ne? Oh. Oder und noch Nummer 10, wenn BesitzerInnen schon vorgegoogelt haben, was ihr Tier hat und eh schon wissen, wie man es behandeln muss, ja. Das sind also alles Sachen, laut Ronja, die Tierarzthelferin bitte nicht begegnen sollten im Job. Bei 10 wäre ich auch schuldig, ne? Alles vorher zusammengegoogelt und sagen, ich denke, es ist da eine Harnröhrenentzündung, aber gucken Sie selber mal, ne? Genau, weil hast du auch schon mal gesagt, ja, das mit dem Fieberthermometer im Popo, das mag der Papi auch. Aber das kann man ja auch sagen, das zieht sich durch alle Berufsgruppen, ich glaube, es wäre viel gelöst, wenn Dad-Jokes unterlassen werden. Ja. Weil das ja, schreiben das mir das alle so, Berufsgruppen, dass das das schlimm. Ich will einen Teaser geben für den Urologen, ne? Das passt nämlich jetzt dazu. Da ist nämlich der Punkt Nummer 2, nennen Sie Ihren Penis nicht mein kleiner Kamerad oder kleiner Mann. Ja, hilft auch, ne? Man kann es so viel einfacher machen, ne? Ich glaube, extreme nüchterne Gott. Norddeutsche Sachlichkeit. Exakt. Ich glaube, mit der kann man gut zum Urologen gehen, jetzt als so kleinen Grundtipp, bevor man jetzt weiß, was alles im Konkreten schieflaufen kann. Verzichten Sie darauf, Urinproben in halb ausgewaschenen Nutella- oder Marmeladengläsern mitzubringen. So im Senfglas mit den Schlümpfen drauf, Alter. Halb ausgewaschen im Nutella-Glas, wo man immer so hofft, dass es Nutella ist, was da dann rumschwimmt. Naja, das nächste Woche bei unserer neuen Rubrik Lassen Sie das. Sehr gut. So, ihr Mäuse, jetzt wollen wir wieder Urlaub machen, oder? Ja, lassen wir das mit dem Podcast. Mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht betrunken bin und das gilt es jetzt zu ändern.
Ja, ja, das stimmt. Ist ja schon Viertel nach elf, Mensch, Leute. Ich kann gerade sagen, ja, Viertel nach elf, dass du jetzt irgendwie noch einen Tatter kriegst und irgendwie gar nicht mehr das Brot schmieren kannst jetzt. Ne? Nächste Woche erzähle ich euch dann, wie es war, als Schmidt bei den Milliardären von Porto Cervo war. Oder wir können es so machen. Das ist ja wie ein Film aus den 80ern. Ja. Ihr könnt mir erzählen, wie es war, als Schmidt bei den Milliardären in Porto Cervo war, weil ihr könnt es euch schon denken. Das kann ich mir tatsächlich schon mal denken, ja. Mhm. Ja. Das stimmt. Hast du am Yachthafen auch geguckt, ob man hier irgendwo Eintritt zahlen muss, damit man näher an die Yachten rankommen kann? Ich war ganz nah dran, Leute. Aber ich habe gemerkt, das erzähle ich wirklich nächste Woche. Aufpuste Schmidt bei der Milliardärsjacht. Ich sag mal so, bei den Schiffen da hat ein Kapitän ganz schön lange hat er aufgepustet, ne? Da wird aufgepustet, die haben da jahrelang aufgepustet für diese Pusteboote. Ein Wahnsinn. 2022 aufpusten und dann 2023 geht's los. Ja, ich gehe jetzt wieder in meine Müllecke da am Strand hinten links. Genau, zu dem war so schön, Fisch, hast du nochmal gebucht, ne? War so schön, ist günstig. Ja, Leute, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt zu den anderen Omas an den Pool. Ja. Ihr seid nur alte Leute, das liebe ich. Es ist kein Mensch unter 60 hier. Es ist so wunderbar. Ich bin hier mit Abstand der Jüngste. Die denken auch immer, ich arbeite hier. Dann kommt ja der alte Shampoo-Gigolo nochmal. Der alte Shampoo-Gigolo, ja. Ich kann ab und zu mit so ein paar gut platzierten Oilskin kneifen. Ne? Ja. Kann ich mich hier schon beliebt machen bei der einen oder anderen Dame. Nein, das sind einfach so 60-jährige amerikanische Rentner mit so praktischen Schuhen. Die also sich geräuschvoll auf seine Liege fallen lassen und dann abends vom Hotelpersonal praktisch in ihr Zimmer geschoben werden. Es ist wirklich toll. Schön. Ja, Jakob, dann noch viel Spaß da in deiner lebenden Bunten. Genau. Ich habe Urlaub in der Gala gemacht. Ja. Na herrlich, genau. Immerhin nicht in der Closer. Und morgen gucke ich mal, ob Silvi Mais auch auf dem Wasser ist. Schau mal nach. Aber man muss aufpassen, weil wenn man das ist man mit der zusammen. Ne? Sagen, wenn man einmal zu oft hinguckt, ist man mit ihr verheiratet. Ja, das kann passieren. Das ist auch bei Lilly Becker so. Also da muss man wirklich einen großen Bogen drum fahren. So ist es, genau. Ja. So, also, macht's gut. Alles Liebe, alles Gute. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.